Säbelrasseln in Nordkorea. Am Freitag zeigte das Staatsfernsehen Bilder von Feierlichkeiten im Zusammenhang mit der Gründung des nordkoreanischen Militärs. Dabei sagte Machthaber Kim Jong-un, dass sein Land nicht zögern werde, bei einer Aggression gegen Nordkorea seine Feinde auszulöschen. Die oberste Volksversammlung Nordkoreas hatte erst kürzlich dafür gestimmt, alle mit Südkorea unterzeichneten Abkommen zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit aufzuheben. Dies berichtete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag. Das abgeschottete Nordkorea und das demokratische Südkorea befinden sich offiziell immer noch im Kriegszustand. Nach dem Ende des Nordkoreakriegs 1953 wurde ein Waffenstillstandsabkommen besiegelt, einen Friedensvertrag gibt es aber nicht. Die beiden Länder trennt eine 248 Kilometer lange demilitarisierte Zone.